So, Wochenende, Bundesliga, juhu. Ja, ne? Bei Köln und Hamburg, da hilft im Sturm nur noch Friederike. Wollte ich aber gar nicht erzählen, sondern der Videobeweis. Alter, ich kotze bald, wenn das weiter so geht. Die DFL führt das ein und alle Experten, die in der Runde sitzen, sagen, ah, ich finde das eigentlich ganz gut. Kriegt ihr Kohle dafür oder was, dass du das geil findest, dass das Spiel einfach unterbrochen wird? Wir sind die einzige Liga, die sowas hat. Ja, merkt man. Es funktioniert nämlich null. Und es unterbricht einfach das Spiel. Warum wird dieses Spiel unterbrochen? Du stehst im Block, jubelst so, ja! Yeah! Und dann so. Was willst du, Tetris spielen oder was? Dann schalten die nach Köln in diese Zentrale, wo vier Leute sitzen, die du nicht hörst. Du siehst auf dem Bildschirm nichts. Der eine zockt PlayStation auf dem Bildschirm, der andere guckt sich ein paar, keine Ahnung. Aber du siehst nichts und hörst nichts. Außer den Schiri, siehst, ja, alles klar. Vier Big Mac, okay, gebe ich an die Jungs so weiter. Super. Ne? Ich will nicht im Block stehen, mich freuen, ja, das ist beim HSV eh selten, und dann aber, ne, stopp, erstmal halt, müssen wir mal gucken, ob das auch ein Tor war, ne, da habe ich keinen Bock drauf, es ist einfach, und dann wird auch die Zeit nicht angehalten, ne, wenn, dann mach's doch richtig, dann halte doch einfach die Zeit an, stopp, jetzt gucken wir, nö, der lässt weiterlaufen, und am Ende kommt wieder dieser Passus vom Schiedsrichter, ah, mal gucken, wie lang, das waren, glaube ich, so 2,5 Minuten, ja, wie lang war's denn jetzt, eine Minute, 2 Minuten, der Videobeweis, ey, echt. Und das Erste, was es gab von der DFL, natürlich ein Logo, eine Pfeife. Und das sagt alles.